Bangladesch liegt an 8. Stelle der meistbevölkerten Länder und ist das drittgrößte muslimische Land. Christen machen nur etwa 1% der Bevölkerung aus. Obwohl sie eine Minderheit sind, hat die kleine katholische Gemeinde in den letzten 75 Jahren starken Einfluss auf die Nation durch das wöchentliche Magazin Pratibeshi. Vom drängenden Thema des Klimawandels bis hin zu den Landrechten der bedrängten Stammesvölker. Für die spirituelle Entwicklung der Katholiken Bangladeschs ist das wöchentliche Pratibeshi von besonderer Bedeutung. In einem muslimischen Land ist es schwierig, ein Magazin zu veröffentlichen, das die Stimme der Kirche ist. Aber die Mitarbeiter von Wiki Pratibeshi bringen es regelmäßig heraus. Das Motto unserer Das Motto unseres Magazins, des Wiki Pratibeshi, ist es, Moral durch die Verbreitung der christlichen Werte, die wir religiös nennen, zu entwickeln. Wir können nicht offen sagen, christliche Werte, vielmehr menschliche Werte, damit sie im Land Verbreitung finden, das vor allem von Muslimen bewohnt wird. Wir denken, dass wir in Bangladesch eine Rolle in der Entwicklungsarbeit spielen müssen. Entwicklung im religiösen Bereich. Wir denken dabei nicht, dass wir einmal eine große christliche Gemeinschaft sein werden. Wir werden immer das Salz der Erde sein müssen. Die meisten Christen kommen aus den Stämmen. Sie werden vielfach unterdrückt. Der Wiki Pratibeshi gibt ihnen in dieser Hinsicht eine besondere Kraft. Wenn im Land irgendetwas geschieht, nimmt es der Wiki Pratibeshi in den Fokus. Wir versuchen, die Stämme in unsere Veröffentlichungen zu integrieren, um ihnen eine Chance zu geben, damit sie wachsen und ihre Rechte kennen. Viele Menschen gehören zu den ethnischen Minderheiten. Es gibt viele Menschen in Dhaka, die Bengalen sind, mächtig und einflussreich. Die weniger Einflussreichen wissen, dass sie jemand in Dhaka haben, mit dem sie zusammenarbeiten können. Also Pratibeshi ist eine Zeitschrift, natürlich, aber der soziale Wert, der der Selbstwertsteigerung und der sozialen Solidarität ist sehr groß. Pratibeshi ist ein Magazin, das sich an jeden richtet. Kinder, Jugend,
ältere Menschen, auch mit unterschiedlicher Bildung. Es schreiben Intellektuelle genauso wie kleine Kinder. Es ist sehr schwierig mit den 8 Diözesen, denn jede Diözese ist einzigartig und hat verschiedene Stämme von Eingeborenen. Sie zufriedenzustellen und ihnen etwas Bedeutungsvolles mitzugeben, das ist eine schwierige Aufgabe. Das ist die erste Ausgabe, die im November 1941 publiziert wurde. Sie hieß Runigong Missionsblatt. Die zweite Ausgabe gab es im Dezember und der Name wurde ein wenig geändert auf das katholische Missionsblatt. Es bezieht sich also nicht mehr nur auf eine Mission. Nun ist es katholisch für alle Katholiken in Bangladesch. Pratibeshi ist eines der ältesten Wochenmagazine in Bangladesch. Es wurde erstmalig 1941 von amerikanischen Missionaren herausgegeben. Es war ein Pfarrbrief. Ein amerikanischer Priester vom Heiligen Kreuz, Pater Patrick Owen, fing damit an. Das Ziel des Magazins war, Informationen an die Katholiken weiterzugeben, die weit entfernt von der Pfarrei lebten. Die Katecheten, die sich um die Dörfer kümmerten, kamen einmal im Monat in die Pfarrei. Sie hatten ein Treffen mit dem Pfarrer, der ihnen Katechismusunterricht gab. Sie lernten und gingen dann zurück in ihre Dörfer. Pratibeshi bedeutet so viel wie Nachbar, aber in Bengalen bedeutet es der, der nebenan wohnt. Man ist vertraut mit den Menschen, die um einen herum leben, und man hilft sich in der Not. Wir haben das aus dem Evangelium genommen, vom guten Samariter, der ohne zu fragen auf die Not des anderen reagierte. Jede Woche suchen wir Artikel eines bestimmten Themas aus. Letzte Woche war es Wallfahrt und Pilger. Daher hatten alle Artikel das Thema Wallfahrt. Wir berücksichtigen die Situation des Landes und beachten auch die nationalen Feiertage. Wie lange arbeitest du schon hier? Fast 20 Jahre. Vielen Dank für deine gute Arbeit. Alle, die schreiben, machen das ehrenamtlich. Fast 98%. Wir bekommen auch viele Artikel für unser Pratibeshi. Wir haben nie zu wenig Artikel oder Neuigkeiten. Den ersten Artikel habe ich in der 6. Klasse geschrieben. Als er veröffentlicht wurde,
ermutigte mich, das zum Schreiben. Als ich im College war, schrieb ich jeden Monat etwas, eine Geschichte, ein Gedicht, einen Bericht. Seit dieser Zeit schreibe ich. Das führte konsequenterweise dazu, dass ich ein guter Schreiber wurde. Kurz gesagt kann man sagen, Pratibeshi lehrte mich, zu schreiben und ein guter Journalist zu werden. Es war eine gute Schule für mich. Viele Gebildete aus dem Land nennen mich Stimme von Nordbengalen. Es hat sehr zur Formung von Schriftstellern beigetragen. Das ist sehr wichtig. Wir sind eine kleine Gemeinde, aber im Denken, unsere intellektuelle Kraft, sind wir nicht klein. Wir können andere beeinflussen. Wir können der Nation große Dinge anbieten. Ich denke, Pratibeshi ist eine Plattform für christliche Schriftsteller, Intellektuelle, Forscher, wo sie etwas anstoßen, schreiben und praktizieren können. Das ist unsere kleine, aber sehr wichtige Abteilung. Die Versandabteilung. Wir haben mehr als 7000 Adressaten. Die Namen der Adressaten sind hier in diesem Buch. Das ist von der Diözese Dhaka. Das ist eine andere Diözese, Rashahid. Und das ist außerhalb von Dhaka, für ausländische Abonnenten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur 300 Dhaka. Das sind so in etwa 5 US-Dollar. Nicht sehr teuer, 5 Dollar pro Jahr. Wir bekommen regelmäßig Briefe von den Lesern. Sie schreiben ihre Kommentare. Dann haben wir die Tageslesung. Dann haben wir auch eine Predigt für den nächsten Sonntag. Alle Priester und Katecheten können sie vorab bekommen. Wir drucken alle kirchlichen Nachrichten und auch Lokalnachrichten. Wir haben auch eine Kinderseite, wo wir in einer Geschichte für Kindererziehung über die Moral nachdenken. Und dann haben wir auch noch eine Jugendkolumne. Wir haben auch Episoden, Geschichten, die die menschliche Entwicklung betreffen, wo Menschen gute Gedanken über die Gesellschaft und die Politik finden. Es werden auch Analysen und politische Rezensionen gegeben. Es ist eine bunte Mischung für alle. Es hat Einfluss sowohl auf die Gesellschaft als auch auf die Wirtschaft und andere Bereiche. Ich denke, es hat einen großen Einfluss auf die verschiedensten Menschen und Bereiche des öffentlichen Lebens. Es gibt jetzt ungefähr 100 Dörfer vom Khasi-Volk. Sie leben vorwiegend in Waldgebieten und haben praktisch keine Landrechte. Sie besitzen kein Landrecht. Diese Menschen leben seit 100 Jahren in diesem Gebiet. Sie pflegen einen traditionellen Wanderackerbau mit Betelblättern. Sie bleiben an einem Ort für 30, 40 Jahre und wenn der Boden ausgelaugt ist, gehen sie weiter. Fast 99% der Khasi sind Christen.
Indigene Gruppen in Bangladesch sind in der Verfassung nicht anerkannt. Deshalb haben sie keine Menschenrechte oder andere Zivilrechte wie der Großteil der Bevölkerung. Deshalb kämpfen sie ständig um ihr Land. Sie werden besonders diskriminiert und von der Regierung ausgeschlossen, von den Tee-Handelsgesellschaften und der Forstverwaltung ausgebeutet. Vor 3 Jahren kam ein Verantwortlicher einer Teeplantage mit vielen, ungefähr 200 Leuten, und fing an, ihre Häuser niederzureißen. Die Männer waren gerade im Wald arbeiten. Zuerst leisteten die Frauen Widerstand. Dann kamen die Männer und es kam zu einer Auseinandersetzung. Eine Person von der Teegesellschaft starb 3 Tage danach im Krankenhaus. Jetzt laufen gerade 5 Gerichtsverfahren. Jetzt leben sie in Angst. Mehr als 25 Kasi-Dörfer sind verschwunden, denn gegen die Forstverwaltung sind sie nicht angekommen. Sie konnten nicht weiter gegen die Teeplantagen kämpfen und deshalb haben sie ihren Landbesitz verloren. Als ich einmal für Pratibeshi geschrieben hatte, rief mich ein Freund an. Pater Anthony, du traust dich was, einen solchen Artikel zu schreiben. Wenn die Muslime das lesen, dann werden sie dich angreifen. Ich sagte ihm, dass ich mich vor ihnen nicht fürchte. Als Priester muss ich eine prophetische Rolle spielen und darf mich nicht fürchten. Wie ein Journalist frage ich, wo ist die Leiche? Wer hat geschossen? Warum haben sie geschossen? Wer hat zuerst angegriffen, die Polizei oder die Leute? So befrage ich sie. Sie leben unter diesem Druck von einflussreichen Menschen um sie herum, vor allem Muslime. Sie denken, dass sie mit den Minderheiten tun können, was sie wollen. Sie kidnappen die jungen Mädchen und greifen Frauen und Männer an. Es spielt keine Rolle. Sie leben ständig unter dieser Art von Unterdrückung. Als Kirche aber stehen wir ihnen bei, beschützen sie und kümmern uns immer um sie. Because of the changing of this climate, Bangladesh is affected. Bangladesch ist vom Klimawandel besonders betroffen, speziell die Küstenregion, das südöstliche Gebiet von Bangladesch. Darum nimmt das wöchentliche Pratibeshi dies sehr ernst und informiert die Menschen über die schlechten Auswirkungen der Zerstörung des Klimas. Der Klimawandel hat eine sehr nachteilige Auswirkung auf den Anstieg des Meeresspiegels. Im Jahr 2030, so wird vorhergesagt, werden 30 Millionen Menschen aus dem Küstengebiet weiter hinaufziehen müssen, weil ihr Ackerland, ihre Häuser, ihr Einkommen bedroht sein werden. Es braucht keine wissenschaftlichen Beweise oder Forschungsarbeit mehr. Es ist bereits offensichtlich. Bei Flut stehen Küstengebiete unter Wasser. Das ist kein Märchen, es ist Fakt. Die Niederschläge haben sich von 15 auf 20 Tage geändert.
Das hat eine große Auswirkung. Die Bauern sind durcheinander. Wir erleben Phänomene, die es früher nicht gab. Die herkömmliche Saat geht nicht mehr auf. Die Fliegen, die für gewöhnlich die Bestäubung übertragen, sind völlig durcheinander. In Bangladesch haben wir überall Wasser. Aber es gibt ein großes Problem mit Trinkwasser. Wenn die Niederschlagsmenge gering ist und sich das Muster ändert, sinkt der Grundwasserspiegel und darunter leiden wir. Vor allem im Norden. Wir können nicht kilometerweise Leitungen verlegen, um gutes, reines Wasser zu bekommen. Angesichts all dieser Dinge sind wir keineswegs frustriert und sitzen faul herum. Nein, wir kennen die Folgen und treffen nationale Vorkehrungen. Um unsere katholische Bevölkerung zu erreichen, ist Pratibeshi das allerwichtigste Medium für uns. Wir arbeiten zusammen in der Vorbereitung verschiedenster Fiches und Artikel und tragen zu Pratibeshi bei, damit die Katholiken die Arbeit der Caritas kennenlernen. Wenn du jemand liebst, dann schreibst du der Person. Ein Junge schreibt seinem Mädchen oder ein Mädchen schreibt ihrem Freund. Denn er oder sie liebt diese Person. Deshalb teilen wir unsere persönliche Geschichte ihm oder ihr mit. Pratibeshi ist ein Liebesbrief der Kirche an die Menschen. Es ist ein Liebesbrief, das spürt man. Wenn man ihn berührt, dann spürt man das. Und du hast ihn immer bei dir. Etwas, das sehr wertvoll ist. Und wenn du ihn mit Liebe aufnimmst, dann beeinflusst er dich. In einer muslimischen Gesellschaft wie in Bangladesch ist die Kirche sehr klein, winzig. Aber wir sollten nie aufgeben. Vielleicht können wir aus den Menschen keine Christen machen, aber christliche Werte vermitteln, die Werte des Evangeliums.
Sogar in unseren Schulen, wo die meisten Schüler Muslime, also keine Christen sind. Wenn man nach Pratibeshi fragt, dann sind sie begeistert, weil sie etwas lernen können. In anderen Zeitschriften gibt es Bilder von Mädchen, von Models, aber da machen wir nicht mit. Es geht nicht ums Geschäft, um Geld zu machen. Bis jetzt wird Pratibeshi von Seiten der Kirche unterstützt. Für eine Zeitschrift wie diese ist es schon etwas, 75 Jahre zu überleben. Manchmal schreiben die Leute in ihren Kommentaren, jede Woche dürsten wir nach dem Pratibeshi-Magazin. Wir warten auf die Neuigkeiten im Land. Manchmal hungern wir förmlich nach Pratibeshi. Wenn wir es nicht bekommen, fühlen wir uns schlecht. Seit 1976 schreibe ich als Priester, dann als Bischof, dann als Erzbischof. Als Kardinal habe ich noch nichts geschrieben. Pratibeshi ist das Sprachrohr der katholischen Kirche geworden. Es gibt so viele Zeitschriften in unserem Land. Aber nach einem Jahr, maximal 5 Jahren, sind sie verschwunden. Die einzige, die noch immer existiert, ist Pratibeshi.